Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Gut ein Dutzend Filme gibt es bereits über das Leben von Prinzessin Diana. Fürs Fernsehen, fürs Kino, mit Stars oder eher unbekannten Darstellerinnen. Die neueste Biografie, benannt nach Dianas Mädchenname Spencer, ragt trotzdem aus der Masse heraus und ist die künstlerisch wohl ambitionierteste. Bis ins kleinste Detail sind die Bilder mit Bedeutung aufgeladen und durchkomponiert. Regisseur Pablo Larraín hatte sein Können schon bei der Biografie Jackie, die First Lady, bewiesen. Hauptdarstellerin Kristen Stewart spielte mit Jean Seberg gerade erst eine andere tragische Stilikone und kennt auch selbst die Schattenseiten des Berühmtseins bestens. Trotzdem spielt sie hier nicht auf Autopilot, sondern liefert eine atemberaubende, sensible Tour de force. Ist sie schon da? Noch nicht, Ma'am. Nein. Dabei wird sie so dringend erwartet. Dann kommt sie zu spät. Die Königin der Herzen, die Princess of Wales oder einfach kurz... Ja, sie kommt zu spät. Diana. Eure königliche Hoheit. Mami. Die ganze Familie hat sich im Salon versammelt. Man wartet. Eine Familie, zu der Lady Di eigentlich nicht mehr gehören will. 3 Tage. Allerhöchstens. Am Weihnachtsfest 1991 beschließt sie, es reicht. Genug der Demütigungen. Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen. Genug der strafenden Blicke, dem Gefühl, nie wirklich dazuzugehören. Mami, was ist passiert, dass du so traurig bist? Diana will endlich frei sein. Raus aus dem royalen Korsett, zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Es muss 2 von dir geben. Einmal die echte und die, von der man Fotos macht. So viel wurde über Diana bereits berichtet. Und auch fast 25 Jahre nach ihrem Tod besteht offenbar noch immer immenses Interesse an allem, was mit ihr zu tun hat. Diana, die werden sich nie ändern. Du musst dich ändern. Dianas Leben einmal mehr im Scheinwerferlicht. Nein. Nicht so kritisch. Schließlich ist das britische Drama Spencer kein klassisches Biopic, sondern versteht sich als eine Fabel aus einer wahren Tragödie. Du musst gegen sie kämpfen. Du bist deine eigene Waffe. Betrogene Ehefrau, liebevolle Mutter, leidgeplagtes Nervenwrack und doch nicht unterzukriegen. Denken Sie, die werden mich umbringen? Ein Baukasten voller Emotionen, die Kristen Stewart... Falls ich je Königin werde, wie wird man mich dann nennen? Mit Leib und Seele ausfüllt. Die Verrückte? Wer nach wahrheitsgetreuen Fakten über Lady Di sucht, wird hier vielleicht eher enttäuscht. Alle anderen erwartet ein stark fiktionalisiertes Psychospiel, das ganz von seiner großartigen Hauptdarstellerin lebt. Für mich gibt's hier keine Hoffnung, nicht mit dem. Dabei werden alle anderen zu fast bedeutungslosen Nebenfiguren, quasi wie bei der echten Diana, deren Leben wohl ähnlich perfekt inszeniert war wie dieser Film. Und doch sind es gerade die Risse in dieser Fassade, noch hungrig, Mann, die dieses hochästhetische Filmporträt so spannend machen. Als der Ken Loach von Frankreich wird Regisseur Robert Guédiguian immer wieder bezeichnet. Mit viel Anteilnahme erzählt er seit 40 Jahren vom alltäglichen Überlebenskampf einfacher Menschen in seiner Heimatstadt Marseille. In Gloria Mundi ist es eine vielköpfige Familie, die mit ihren Ambitionen und Träumen nicht nur im System, sondern auch an sich selbst zu zerbrechen droht. Hauptdarstellerin Ariane Ascaride wurde in Venedig mit dem Preis als beste Darstellerin ausgezeichnet. Es ist eigentlich ein Grund zum Feiern. Die Familie von Sylvie und Richard bekommt Nachwuchs, die kleine Gloria. Aber es dauert nicht lange, bis der Alltag alle wieder einholt. Und der besteht aus täglichem Überlebenskampf. Sylvie rackert sich als Putzfrau ab, Richard kurft als Busfahrer durch Marseille. Immerhin stehen die Kinder auf eigenen Beinen. Mal mehr, mal weniger stabil. Wir sind Versager. Mathilde hofft, die Probezeit als Verkäuferin zu überstehen. Nicolas hat sich hoch verschuldet, um als Chauffeur unabhängig zu sein. Richtig gut geht's nur Aurore und Bruno, die mit ihrer Pfandleihe von der Not anderer leben. Die Arme greifen. Warum haben wir wohl keine Kinder? Wir wollen was erreichen. Ihr denkt nur an euch. Glorias Großvater Daniel hat gerade eine lange Haftstrafe hinter sich und freut sich auf seine Enkelin. Aber auch er selbst muss seinen Platz in dieser neuen Welt noch finden. Und nicht alle sind glücklich über seine Rückkehr. Er ist ihr Großvater und will seine Enkelin kennenlernen. Mehr nicht. Er ist ein Mörder. Nein, er hat sich verteidigt, sonst wäre er jetzt tot. So ein schöner Name, Gloria. Ich gehe gern mit dir spazieren. Ich erzähle Geschichten, Geschichten, die ich dir nie erzählen konnte. Regisseur Robert Guédiguian zeichnet das Bild einer harten Welt, in der ein bisschen Anteilnahme viel bewegen könnte, wenn sich nicht alle immer nur für den eigenen Vorteil entscheiden würden. Wenn wir untereinander nicht zusammenhalten, geht doch am Ende alles den Bach runter. Stimmt's, Gloria?
Kida Ramadan entwickelt sich immer mehr zu einer unübersehbaren Figur im deutschen Film. Eigentlich als Darsteller, aber mit Egalité legt er nun bereits seine zweite Regiearbeit vor, die er auch gleich selbst mit der eigenen Firma produziert hat. Dabei bewegt er sich nicht allzu weit weg von seinen Wurzeln im Neuköllner Kiez, liefert aber nicht nur Milieukolorit, sondern auch ein psychologisch intensives Drama. Das harmonische Familienleben der Aydins wird auf den Kopf gestellt, als Tochter Leila operiert werden muss. Die Mandeln, eigentlich ein Routine-Eingriff, aber irgendwas scheint dabei schiefgegangen zu sein. Papa? Schuhat, ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen! Leila. Was ist mit meiner Tochter? Kann man jetzt doch nicht sagen. Was kann man nicht sagen? Was ist passiert? Besonders Vater Attila kämpft mit der Situation. Ist das in Ordnung, Bruder? Er macht den Ärzten Vorwürfe, stößt aber nur auf eine Mauer des Schweigens und Unverständnis. Ich kann Ihnen leider keine privaten Daten rausgeben, wann der Herr doch Feierabend hat, okay? Danke. Für gar nichts. Wird hier etwas vertuscht oder leidet Attila unter Verfolgungswahn? Immerhin hatte er schon zuvor eine ziemlich kurze Lunte, was vermeintliche Ungerechtigkeiten angeht. Jetzt aber, wo es um sein Kind geht, droht er endgültig zu explodieren. Ich ertrage es nicht mehr. Behandelt zu werden wie der letzte Assi. Bin ich ein Mensch zweiter Klasse, bin ich nichts wert. Du weißt, wie ist es, blind zu sein. Besonders für seinen Sohn, bislang Liebling seines Vaters, ist die neue Situation nicht leicht zu verstehen. Findest du es witzig, dass deine Schwester blind ist? Nein. Oder ab wann ist es denn? Lass ihn. Misch dich nicht ein. Egalité wird getragen von der intensiven Performance von Burak Yigit als Vater am Rande des Nervenzusammenbruchs. Feinfühlig begleitet Regisseur Ramadan seine Reise in den Abgrund. Wir beobachten ihre Flüge. Sie machen Muster der Liebe. Das wenig überzeugende Ende des Films ist eine Enttäuschung. Loben muss man allerdings das sehr authentische Berliner Kiez-Flair und die gelungenen Bemühungen, alltäglichen Rassismus ebenso anzuprangern wie männliches Dominanzverhalten. Das sieht alles ein bisschen anders aus, als es ist. Aber ich will nur mit euch reden, ja? Normalerweise gibt's die Coen-Brüder nur im Doppelpack. Dutzende Filme haben Joel und Ethan gemeinsam gemacht, als Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten. Diesmal nicht. The Tragedy of Macbeth hat Joel Coen alleine inszeniert. Ausgerechnet diesen schweren Brocken, einen absoluten Klassiker unter den Shakespeare-Dramen. Wobei, ganz alleine war Joel nicht, seine Frau Frances McDormand ist dabei als Lady Macbeth und Denzel Washington als Macbeth. Das macht zusammengenommen schon mal 10 Oscars auf den 3 entscheidenden Positionen. Das Ergebnis sieht aus, als wäre Ingmar Bergman aus dem Grab gestiegen, um eine Fortsetzung von Das siebente Siegel zu drehen. Ha, mir juckt der Daumen schon. Sicher naht ein Sündensohn. Mein Gemahl. Heil dir, künftiger König. William Shakespeares Macbeth. Hörst du nicht was? Die altbekannte Geschichte des Lords und seiner Lady und ihrer mörderischen Machenschaften. Ich habe keine Worte. Meine Stimme ist mein Schwert. Um Macbeth zum König von Schottland zu krönen. Wenn's uns misslänge. Uns misslingen. Aber braucht es wirklich noch eine Macbeth-Verfilmung? Ja. Naja, nicht zwingend. Der das wagt zu schauen, wovor der Teufel blass wird. Aber das, was Oscar-Preisträger Joel Coen aus dem Stoff macht, ist schon außergewöhnlich. Optisch minimalistisch, stilistisch herausragend. Bist du ein Mann? Und fesselnd gespielt von Denzel Washington und Frances McDormand. Die hauchen der ziemlich werksgetreuen Verfilmung The Tragedy of Macbeth voller Leidenschaft neues Leben ein. Ah, als rief eine Stimme, schlaft nicht mehr. Also handlungstechnisch wenig überraschend und doch ein filmischer Leckerbissen. Exklusiv bei Apple TV Plus. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.